Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich bei Augenblick mal. Ja, auch in der vergangenen Woche gab es ja wieder viele Ereignisse und Themen, die ich aber nicht alle kommentieren möchte und auch nicht kommentieren kann. Aber ein Thema hat uns sicherlich alle sehr berührt, das ist das Elend der Flüchtlinge in Griechenland. Nun ist Deutschland ja vorangegangen und nimmt über 1500 Menschen in Deutschland auf. Damit steht Deutschland allerdings alleine. Aus humanitärer Sicht ist dies sicherlich begrüßenswert, aber es ist nicht die Lösung des Problems. Und kein anderes europäisches Land hat sich dem Schritt Deutschlands angeschlossen. Also so viel mal zur Einheit in der Europäischen Union. Und diese Uneinheitlichkeit zeigte sich ja auch schon in der Corona-Krise. Jeder Staatsmann, jeder Regierungschef kocht da so sein eigenes Süppchen und sieht nur sich oder seinen Staat alleine und im Vordergrund. Man hat so den Eindruck, Europa zerbröckelt so allmählich und wird nur noch durch Geld zusammengehalten. Also, wenn man heute eine Umfrage machen würde auf der Straße, ich glaube, viele Menschen würden die europäische Idee, die ja grundsätzlich richtig ist, einfach ablehnen. Und ich glaube auch, wenn man sie fragt, was ist der Vorteil vom Euro, da wüssten sie wüssten damit gar nicht so richtig etwas anzufangen und würden auch sagen, ach, ich wünsche mir halt einfach mal die D-Mark zurück. Also hier wäre es sicherlich mal gut von der Politik, den Menschen nochmal zu erklären, wie wichtig Europa eigentlich für uns alle ist. Oder nehmen wir auch den Brexit. Der Premier Johnson, der führt Europa irgendwie an der Nase herum und Europa guckt da zu und ich weiß nicht, ob das alles noch der europäischen Einheit zuträglich ist. Diese egoistische Haltung von vielen Regierungschefs in Europa erinnert doch sehr an die Politik von Donald Trump. America first, hat er ja immer gesagt. Und mit dieser Politik hat der Trump ja auch großen Erfolg, insbesondere großen wirtschaftlichen Erfolg. Und seine Anhänger hören ihm ja wirklich kritiklos zu und geraten ja schon fast in Ekstase, wenn er spricht. Nun hat zwar Corona der US-Wirtschaft einen Dämpfer verpasst und Trump wird alles daran setzen, diesen Makel natürlich bis zur Wahl auszubügeln, denn der wirtschaftliche Erfolg ist der Garant für seine Wiederwahl. Und sein Kontrahent Joe Biden nutzt die vielen Steilvorlagen einfach nicht, die Trump ihm jeden Tag liefern, verbal oder via Twitter. Diese Zurückhaltung könnte Joe Biden den Sieg kosten. Nach allem, was ich so höre und sehe, wird Trump wiedergewählt. Er spricht ja nicht nur, sondern er handelt auch, mag es auch noch so unsinnig sein. Aber das lieben die Amerikaner und er sagt immer, ich liebe Amerika und ich liebe euch und ich will eure Freiheit, ich gebe euch Arbeitsplätze zurück und so weiter. Und 50% der Amerikaner jubeln ihm zu und zwar kritiklos. Also das Rennen ist noch lange nicht zugunsten von Joe Biden entschieden. Ja, kurzer Themenwechsel. Der DAX liegt ja jetzt schon seit einiger Zeit deutlich über der 13.000er Marke und nähert sich auch dem Wert vor Corona, so wie ich es schon vor Monaten prognostiziert habe. Also die Anleger, die Ruhe bewahrt haben, die Nerven behalten haben, die können sich natürlich freuen. Aber immer wieder werde ich auch gefragt, wie soll ich denn mein Geld anlegen in diesen Zeiten? Nun, dazu habe ich ja in mehreren Videos schon mal Stellung genommen und daran hat sich grundsätzlich auch nichts geändert. Fakt ist, die Zinsen sind und bleiben niedrig und zwar noch für längere Zeit. Es gibt keine Zinsen mehr auf Spar- und Festgeld- und Tagesgeldanlagen. Abgesehen von einem wichtigen Notgroschen, den man immer beiseite legen sollte, ja, sollte man in diesen Zeiten sein Kapital, sein Vermögen breit gestreut anlegen. Und da kommen bei mir immer wieder Fragen an nach bestimmten Einzeltiteln. Nun, ich
werde hier keine Anlageberatung machen, aber ich werde etwas zu meiner persönlichen Herangehensweise sagen, grundsätzlich etwas sagen, wie würde ich das Thema denn angehen? Also zunächst einmal würde ich mir überlegen, welche Themen werden in Zukunft dominant sein? Welche Themen bewegen die Welt? Da ist zunächst einmal Umweltschutz, Klimaschutz. Das ist ein Thema, das wirklich ganz oben auf der Agenda steht. Und wir haben das ja jetzt selbst erlebt bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Da haben die Grünen am stärksten zugelegt. Also trotz Corona, das Thema Klima ist immer noch relevant. Und da würde ich mir Unternehmen aussuchen, die sich auf diesem Gebiet tummeln. Wenn ich beim Thema Klima bin, komme ich dann auch gleichzeitig zur Mobilität. Also meiner Meinung nach wird es Autos immer geben. Das Fahrrad wird das Auto niemals verdrängen. Aber wie werden die Autos in Zukunft angetrieben? Das ist ja die große Frage. Und da komme ich dann auf zwei Alternativen, die E-Mobilität und Wasserstoff. Und bei der E-Mobilität hat ein Unternehmen immer irgendwie die Nase vorn und steht immer im positiven Fokus, das ist Tesla. Da hinken andere Automobilfirmen deutlich hinterher, auch gerade die Deutschen. Nun hat VW das ja versucht mit dem ID.3, hat aber doch gravierende Softwareprobleme, wie man so hört. Daimler-Benz hat eine neue S-Klasse rausgebracht, vertraut aber doch eher auf die alte Technologie. Und von BMW höre ich eigentlich gar nicht so richtig etwas, was den Bereich neue Antriebsformen angeht. Und dann natürlich das Thema Digitalisierung. Das ist ja gerade auch durch Corona wieder in aller Munde. Und Unternehmen, die sich damit beschäftigen, ich nenne mal so ein paar Stichworte, Arbeiten im Homeoffice, Videokonferenzen, Streamingdienste, Computerspiele und so weiter, sind ja nur einige Stichworte in diesem Zusammenhang. Und das wird auch nachhaltig, glaube ich, erfolgversprechend sein, auch für Anleger. Ja, dann gibt es natürlich die Logistikunternehmen und Lieferdienste, allen voran Amazon. Die haben ja einen enormen Aufschwung erlebt, auch in der Corona oder durch die Corona-Krise. Und dieser Trend wird weiter anhalten. Ja, und dann ein ganz wichtiges Thema, das ist die Welternährung und Wasser. Also Unternehmen, die sich mit der Wassergewinnung oder Wasserveredelung beschäftigen, die dürften auf Jahre hinweg eine gute Auftragslage haben. Und Firmen, die im weitesten Sinne die Ernährung der Welt sicherstellen, durften ebenfalls profitabel werden. Ich denke hier beispielsweise an die Firma Bayer, die ja Monsanto gekauft hat. Dies könnte sich langfristig strategisch als sehr richtig erweisen, wenngleich aber diese Strategie im Moment immer noch überlagert wird durch die Tausenden von Klagen in den USA. Ja, und dann gibt es natürlich die Pharmaunternehmen und gerade die, die es schaffen, einen Impfstoff oder ein Medikament zu entwickeln und auf den Markt zu bringen gegen Corona, die durften natürlich auch an der Börse profitieren. Nicht investieren würde ich in Unternehmen, die im weitesten Sinne die ganze Touristikbranche umfassen, also Touristikunternehmen, Hotels, Luftverkehr, Freizeitparks etc. pp. Hier durfte also Corona doch einen, na, ich glaube schon, langfristigen Schaden verursacht hat, ja, haben. So weit also meine ganz persönliche Herangehensweise, wie ich jetzt den Aktienmarkt analysieren würde, wie ich mir Einzeltitel aussuchen würde. Also ich persönlich bin ganz gut mit meinem Depot durch die Krise gekommen, indem ich ja in ETFs investiert habe, und zwar auf den MSCI World. Der hat sich für meine Begriffe ganz wacker geschlagen. Ja, und dann zum Schluss noch etwas unter der Überschrift braucht kein Mensch. Lange haben wir ja nichts gehört von AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer.
Und jetzt kommt sie irgendwie aus der Deckung und will die Dienstgrade bei der Bundeswehr gendern. So, also es soll also in Zukunft heißen Feldwebelin, Leutnantin, Bootsfrau und so weiter. Aber immerhin, der Name Hauptmann wird nicht umgeändert in Hauptfrau. Ich kann nur sagen, was haben wir für Sorgen? Frau AKK sollte sich doch lieber darum kümmern, der Bundeswehr geeignetes Material und funktionierende Waffen und Panzer und Gewehre zur Verfügung zu stellen, anstatt sich wirklich mit so einem überflüssigen Kram zu beschäftigen. Und im Übrigen lehnen das auch die Soldatinnen ab, diese Umbezeichnung. Ja, soweit meine Gedanken für diese Woche. Diskutiert mit mir wie immer in den Kommentaren. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet. Ja, und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich wie immer sehr. Und damit sage ich Tschüss, bis nächsten Donnerstag.